Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich es geschafft habe, diesen Turm so in eine Beleuchtung zu bekommen. Ich wurde schon öfters angeschrieben mit der Bitte, mir doch die Quelle zu nennen, wo man diese Farbsegmentstreifen für den mittleren Turm bekommt. Es handelt sich hier um diese Streifen. Diese Streifen gibt es nicht zu kaufen. Die muss man selber machen. Ich zeige euch jetzt anhand eines kleinen Videoclips, wie ich das mache. Ich habe oben in meinem Bastelraum einen anderen Turm, den ich jetzt in einer anderen Farbgebung erstellen möchte und nehme diesen, der hier ja fertig ist, als Anlass, um euch zu zeigen, wie sowas geht. Ihr seht auch hier LEDs, die in Segmenten aufgeteilt sind, die von einer 24-Kanal-Lauflichtsteuerung angesteuert werden. Es sind verschiedene Programme, die hier ablaufen und hier ein farbenprächtiges Bild bringen. Ich fahre mal runter und ihr seht, das Ganze macht schon etwas her. Das Gleiche soll jetzt mit diesem neuen Turm auch entstehen. Und wie gesagt, wie ihr dazu kommt, zeige ich euch und ihr könnt das gern nachbauen. Bisschen aufwendig, aber es geht. So wichtig bei dieser ganzen Geschichte sind diese Spanndrähte, die den Fahrkorb nach oben ziehen, sind diese. Die sollte man nach Möglichkeit auf die Seite bringen, da der Lötkolben sonst den Draht zerstört und der Fahrkorb nicht mehr bewegt werden kann. Und wenn man richtig Spaß hat, diesen Draht hier wieder oder dieses Seil wieder einzufügen, deshalb rate ich, diesen mit zwei so Klemmen auf die Seite zu bringen. So habe ich hier oben das Lötfeld frei und ich habe keine Probleme mit dem Lötkolben, wenn ich hier etwas an den Rand komme. Die empfindlichen Seile sind ja weggeklappt.
So, nach erfolgreicher Verlötung kommt die Funktionskontrolle. Ich habe hier einen 1 Kilo-Ohm Widerstand. Den schalte ich hier in Reihe und geht hier an den Pluspol und schaut, ob die LED hier leuchtet. Sie geht. 2, 3, 4. Wie man sieht, habe ich 4 LEDs in Reihe geschaltet. Und die leuchten dann über diesen 1 Kilo Ohm Widerstand. Der Kontakt ist jetzt nicht ganz so wichtig, da ich ja nachher, wenn ich die Verdrahtung auflöte, eine richtige Verbindung herstelle. Hier wird nur kontrolliert, habe ich überhaupt einen Kontakt oder habe ich keinen. Das spielt keine Rolle, ob das jetzt kurz leuchtet oder dauernd leuchtet. Wichtig ist nur, dass es kurz aufleuchtet. Somit ist gewährleistet, dass die Verbindung in der Reihe steht. So, ich nehme jetzt die zweite Reihe hier vor. Das ist ein zweireiches. Ich nehme mit einer Pinzette das Tragseil, nehme es zur Seite, fixiere das mit einer Klemme. Wie gesagt, um hier ein freies Feld zu haben, um nachher gefahrlos löten zu können. Ich habe hier einen Speziallötzinn. Eine Lötstation und ich löte mit einer Temperatur von ca. 320 Grad. Dabei nehme ich die Lötspitze, nehme mir einen Lötpunkt vor, löte das, gehe ein bisschen weiter weg, löte hier, löte hier. Das sind alles Vorlötungen. Ich löte hier, gehe nach hinten, dann kann das vorne abkühlen. So wechselt man, um nicht unnötig viel Temperatur reinzubringen, da wir ja hier direkt auf Kunststoff löten. So mache ich die Reihe durch, bis ich letztendlich fertig bin. Korrekturen kann ich dann auch im Löten noch durchführen, kein Problem. Überschüssiges Lötzinn wird abgetropft. Und wie man sieht, geht das eigentlich recht flott. Und immer wieder wechseln. Somit habe ich keine hohen Temperaturen im Modell. Sollte eine Lötung nicht perfekt sein, abbrechen, nachlöten im zweiten Gang, klappt das meistens. In seltenen Fällen ist auch noch ein dritter Gang nötig. Wie ihr seht, geht das eigentlich relativ fix.
Hier ist die Lötung jetzt nicht ganz so gelungen. Kein Problem, wird nachgelötet, so wie die Lötstelle erkaltet ist. Wir nehmen die Lötstelle auf und siehe da, eine saubere Lötung. Nicht meinen, das kann man gleich am ersten Arbeitsgang machen. Manchmal sind einfach mehrere Arbeitsgänge nötig. Hier kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, sondern auf zuverlässige Lötpunkte. Auch kann man mit der Lötspitze die Wärme in die vordere oder hintere LED verteilen, das hat man im Gefühl. Wie gesagt, wenn man geübt ist, das ist relativ flott. Um jetzt die Plusversorgung hier richtig anzubringen, bin ich hergegangen, habe hier einen Widerstand in Reihe zur Plusversorgung des ganzen Turms geschaltet. Der mündet hier in diesem Draht. Der Draht ist etwas stärker ausgelegt, einfach um nachher auch die höhere Amperezahl verarbeiten zu können. Auch bei dieser Arbeit ist es zu empfehlen, dieses Tragseil nach unten zu spannen, um eventuelle Schäden abwenden zu können. Wir nehmen wieder die bekannten Klemmen, die machen wir weg und setzen sie um. Das Tragseil vorsichtig nach unten nehmen und mit der Klemme abspannen. Dieser Draht ist über einen Vorwiderstand mit der Stromquelle des Netzteils verbunden und liefert hier die 12 Volt Spannung. Ich kontrolliere mit der Masse die Funktion. Wie wir sehen, haben wir eine Reihenschaltung, einmal 4 LEDs gegen Plus. Ich gehe jetzt nach links, 3, 4 und stelle jetzt nach der vierten LED auch eine Verbindung her, sodass ich hier auch das Potenzial rechts 4 LEDs. So habe ich jetzt auch auf der rechten Seite 4 LEDs. Nach Einlöten hier links habe ich natürlich auf der linken Seite auch die 4 LEDs. Dazu gehe ich her, nehme eine Pinzette, bringe diesen Draht etwas in Form, biege das Ganze etwas nach unten. Da ist eine Pinzette, sehr hilfreich. Nehme den Lötkolben, gehe hier leicht drauf. Und wie wir sehen, haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Eine saubere Verbindung nach links mit 4 LEDs, nach rechts mit 4 LEDs. Und somit kann ich in der Mitte ein Masseimpuls drauf geben, sodass hier auch dieses Segment angesteuert wird. Im späteren Arbeitsabschnitt wird hier auch noch dieser Kanal von hier nach hier verbunden und das rings um den Turm, somit dass diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elemente leuchten. Der ganze Turm ist in 24 Segmente aufgeteilt und wird nachher
befeuert mit einem 24-Kanal-Lauflicht, das diesem Turm ein hübsches Aussehen verleihen wird.